Hallo zusammen, schauen wir uns das nächste Anwendungsbeispiel zur Division an. Eine Division, bei der Dividend und Divisor, das heißt die vordere Zahl und auch die hintere Zahl, Kommazahlen, Dezimalzahlen sind. Es gibt zwei Möglichkeiten, dieses Beispiel zu lösen, entweder mit der Kommaverschiebung, Komma freimachen vom Divisor hinten, von der hinteren Zahl, oder wir lassen das Komma einfach dort, wo es ist. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr das Problem lösen könnt. Mit Hilfe der Kommaverschiebung, Komma freimachen, das heißt den Divisor, hinten die Zahl 45,1 machen wir Komma frei. Wie geht das? Indem wir das Komma ganz einfach um eine Stelle nach rechts verschieben. Dann fällt es weg. Das heißt, wir machen aus 45,1 451. Indem wir das Komma nehmen und hierher verschieben. Wenn wir das Komma hinten beim Divisor um eine Stelle nach rechts verschieben, dann müssen wir das vorne beim Dividenden auch machen, dass sich der Wert des Quotienten nicht ändert, sprich, dass das Ergebnis gleich bleibt. Das heißt, auch hier schieben wir das Komma um eine Stelle nach hinten und schreiben uns die Division erneut an. Sie lautet nun 41.546,12 geteilt durch 451. Das ist unsere Division, die wir jetzt gleich lösen werden. Bevor wir das machen, schauen wir uns wie immer den Überschlag an. Der Überschlag soll uns helfen, das Ergebnis abzuschätzen. Den Überschlag versuchen wir möglichst schnell zu rechnen. Das heißt, ich sage immer, wir runden hier nicht immer mathematisch korrekt, aber mathematisch sinnvoll und logisch, sodass wir schnell zu einem Ergebnis kommen. Wir haben hier stehen 41.546. Wir werden hier abrunden auf 40.000. Und dann versuchen wir beim Überschlag eine Zahl zu nehmen, hinten, die harmonisch ist, die zu 40.000 gut dazu passt. Natürlich würden wir hier unten auf 450, das ist schon klar. Wenn wir das aber genau anschauen und uns denken, na, wir runden es hinunter auf 400, dann können wir den Überschlag ganz schnell und ganz einfach berechnen. Und das reicht auch für die Überschlagsrechnung, ungefähr das Ergebnis abschätzen zu können. Wir werden sehen, es passt dann mit dem Endergebnis auch gut überein. Das heißt, hier entscheiden wir uns nicht für mathematisch korrekt, aber für mathematisch sinnvoll und schnell zu rechnen. Wir runden ab auf 400. Wenn wir hier auf 400 abrunden, können wir das Ergebnis gleich direkt hinschreiben. Wir können jeweils zwei Nuller streichen und müssen nur mehr 400 durch 4 rechnen. Also haben wir als Ergebnis 100 für den Überschlag. Das reicht vollkommen aus, auch wenn es hier eine grobe Rundung ist. Das gebe ich schon zu. Okay? Wir kommen zu unserer Originalrechnung zurück. Wir müssen uns jetzt überlegen, die 451 passen wo das erste Mal hinein? Passen sie in 415 hinein? Leider nicht. Das heißt, wir müssen vierstellig werden. 4154. Das heißt, wir schreiben es uns einmal schön und ordentlich drüber. 451 geht das erste Mal in 4154 hinein. Wir bestimmen den Stellenwert vom Ergebnis über die einer Stelle vom Divisor. Die einer Stelle vom Divisor ist hier der Einser. Wo steht der Einser? Über dem Vierer vom Dividenden. Über der Zehnerstelle. Das heißt, wir haben zwei Stellen und dann kommt das Komma beim Ergebnis. So bestimmt man den Stellenwert richtig. Zwei Stellen und dann das Komma. Okay?
Gut, 451 wird in 4154 neunmal hineinpassen. Ich glaube, das sieht man schon ganz gut, wenn es eine so hohe Zahl ist. Neunmal, wir rechnen zurück. 9 mal 1 ist 9. 9 und wie viel ist 14? Und 5 ist 14, bleibt 1, halten wir uns. 9 mal 5 ist 45. Und 1 ist 46. Und wie viel ist 55? Und 9 ist 55, bleibt uns 5 übrig. 9 mal 4 ist 36. 36 und 5 ist 41. Und wie viel ist 41 und 0 ist 41? Okay? Nächste Stelle 6 herabgeschrieben, es geht wieder von vorne los. 451 passt in 956 wie oft hinein? Sieht man gut, geht sich zweimal aus. Wir haben ja hier 450 überschlagen, mal 2 ergibt 900. Das heißt, geht sich zweimal schön aus. Wir rechnen wieder zurück. 2 mal 1 ist 2. 2 und wie viel ist 6? Und 4 ergibt 6. 2 mal 5 ist 10 und 5 ist 15, bleibt 1 übrig. 2 mal 4 ist 8 und 1 ist 9 und 0 ergibt 9. Okay? Nächste Stelle 1 herabgeschrieben. Wir schreiben hinter die Kommastelle, zweite Überprüfung vom Stellenwert. Sobald du hier hinter die Kommastelle rutscht, das heißt hinter der Kommastelle herabschreibst, gehört im Ergebnis ein Komma gesetzt. Das haben wir schon gemacht über die Einerstelle vom Divisor. Das heißt, ist schon erledigt, zweite Überprüfung stimmt aber. Okay? 451 passt in 541 wie oft hinein? Da geht sich einmal aus, sieht man glaube ich ganz gut. 1 mal 1 ist 1 und 0 ist 1. 1 mal 5 ist 5 und wie viel ist 14? Und 9 ist 14, bleibt uns wieder 1, die wir uns halten. 1 mal 4 ist 4 und 1 ist 5 und 0 ist 5. Okay? Nächste Stelle 2 herabgeschrieben und wir sehen jetzt hier schon gut, das geht sich schön zweimal aus und das wird 0 Rest auch ergeben. Das freut uns sehr. Zweimal, wir rechnen es aber ganz normal zurück, um zu überprüfen. 2 mal 1 ist 2 und 0 ist 2. 2 mal 5 ist 10 und 0 ist 10, bleibt uns 1 übrig, halten wir uns. 2 mal 4 ist 8 und 1 ist 9 und 0 ist 9. 0 Rest. Das passt gut, das gefällt uns. Das heißt, unser Ergebnis mit 92,12 dürfte wirklich richtig sein. Ob es wirklich stimmt, schauen wir uns gleich im nächsten Video an, wenn wir die Probe dazu rechnen. Sagen möchte ich vorher noch, schauen wir uns den Überschlag an. Wir haben 100 herausbekommen beim Überschlag. Das richtige Ergebnis ist 92. Das deckt sich relativ gut, das passt, das können wir so übernehmen. Auch wenn wir hier relativ grob gerundet haben, aber wir sind schnell zu einem Ergebnis gekommen und es passt mit unserem Originalergebnis wirklich gut überein. Okay, aber nun zum nächsten Video und zur Probe. Alles klar?